Ja, so schnell vergeht die Zeit. Ich begrüße Sie zur letzten TUKTALK-Ausgabe im Jahr 2018. Während die einen noch hektisch Geschenke besorgen, nehmen sich die anderen die Zeit, um die Ereignisse in diesem Jahr zu reflektieren. Auch wir bei TUKTALK können auf viele interessante Gesprächspartner zurückblicken. Wir sprachen mit der TU-Studentin Janine Lorenz über die Aufgaben und Herausforderungen im Studentinnenrat, blickten mit Anja Schönherr hinter die Kulissen des Studentenwerkes und fragten Spitzensportlerin Rebecca Hase nach der Vereinbarkeit von Sport und Studium. Außerdem ließen wir uns von Dr. Maria Wurf erklären, wie das Projekt TU4U die Lehre an der TU Chemnitz verbessert, sprachen mit Dr. Thomas Raschke über die Aufgaben des Personalrates und stellten den Rektoratsbeauftragten für den wissenschaftlichen Nachwuchs Dr. Jens Teuscher und seine Aufgaben vor. Marius Hirschfeld und Paul Hösler berichteten als Sprecher der Konferenz sächsischer Studierendenschaften über ihr studentisches Engagement in der sächsischen Hochschulpolitik. Und Professor Dr. Thomas Schwarz kündigte uns als Schwerbehindertenvertreter die neuesten Entwicklungen im Bereich der Inklusion an. Der Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Professor Dr. Michael Hinz, sowie der Dekan der Fakultät für Maschinenbau, Professor Dr. Thomas Lamke, gaben uns Einblicke in Fakultät und Studiengänge. Nicht zuletzt war im Sommer natürlich auch der Rektor zu Gast, mit dem wir auch heute wieder über die Ereignisse des Jahres 2018 und die Vorhaben für das kommende Jahr sprechen werden. Doch zuvor haben wir uns auf dem TUK-Weihnachtsmarkt umgehört, wie es den Studierenden in diesem Jahr ergangen ist. Wir begrüßen euch zum Weihnachtsmarkt hier vor der TU Chemnitz vor der Orangerie. Mit diesem Weihnachtsmarkt neigt sich das akademische Jahr 2018 dem Ende. Ich hoffe, für euch alle zufriedenstellend. Wie gefällt dir denn der Weihnachtsmarkt jetzt so als Jahresabschluss hier? Ja, sehr gemütlich. Also überall was zu gucken, was zu knabbern, was zu trinken, was zu hören. Passt, ist alles super. Also ich finde ja den Weihnachtsmarkt total cool, besonders für meinen Unishop. Und ich kann auch ein bisschen Mundschau machen, da können die Leute auch mal sehen, was es alles so gibt. Ich war leider echt noch nicht so viel hier, weil ich die ganze Zeit Uni hatte, aber ich finde es super süß, vor allem mit der Bühne. Die Kinder vorhin waren ganz schön goldig. Pauline, wie war dein Jahr 2018? Turbulent. Ich bin fertig mit Studieren. Ja, geworden. Hat man der TU angefangen. Hat das eine eigene Telefonnummer? Akademisch erfolgreich? Weiß ich noch nicht. Ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und weiß noch nicht, was rauskam. Wenn ich zusammenfasse, war ein Spitzenjahr. Ich habe eine so lange Projektarbeit gemacht. 2018 war natürlich ganz toll, weil unsere Familie noch Zuwachs bekommen hat. Ja, ich denke, 2019 wird bestimmt auch ganz toll. Mit Freunden eine Menge Spaß gehabt. Die TU Chemnitz hat da sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Ich habe hier viele nette Menschen kennengelernt. 2018 war ein aufregendes und vielseitiges Jahr und ich freue mich auf 2019. Worauf freust du dich 2019? Mein Masterarbeit werde ich machen. Na, ich werde nächstes Jahr meine Masterarbeit schreiben, quasi ausgelernt sein, im Optimalfall. Also ich denke, es kommt dann erstmal ein Frühling und dann wird Sommer und dann ist Sommer. Die heißen drei Fragen des Weihnachtsmarktes. Frage 1, nicht lange nachdenken, direkt antworten. Mandeln oder Zuckerwasser? Mandeln. Gebrannte Mandeln. Mandeln. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Zuckerwatte. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Glühwein oder Kinderpunsch? Kinderpunsch. Oh, Glühwein. Glühwein. Eigentlich Glühwein aktuell Kinderpunsch. Glühwein. 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 Und die dritte war Langosch oder Lebkuchen? Lebkuchen. Langosch. 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 Lebkuchen. Langosch. Lebkuchen. Langosch? Ach, scheiße, hab ich verstanden. Langosch, ja. Okay. Langosch oder Lebkuchen? Hallo, Herr Strohmeier. Willkommen zurück bei TUKTALK. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, sehr gern. Ja, das Jahr neigt sich ja schon seinem Ende entgegen und es war durchaus ein sehr bewegtes Jahr. Wie haben Sie denn das letzte Jahr verbracht? Was waren die universitären Höhepunkte? Ja, das Jahr war auf jeden Fall sehr bewegt, da gebe ich Ihnen recht. Wir haben auf jeden Fall versucht, in verschiedenen Bereichen die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir haben den Hochschulentwicklungsplan der TU Chemnitz fortgeschrieben unter Beteiligung einer breiten Hochschulöffentlichkeit. Wir haben Fakultätszielvereinbarungen abgeschlossen. Die Verhandlungen dazu waren nicht immer so ganz einfach, aber ich glaube, wir sind in allen Fakultäten zu einem sehr guten Ergebnis gekommen.
Wir haben ein Personalentwicklungskonzept und die verbindliche Regelung zum Rahmenkodex erarbeitet und unterzeichnet. Und das alles in sehr enger, sehr guter und sehr konstruktiver Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen Gremien. Und ich möchte mir an der Stelle auch ganz herzlich, nicht nur, aber insbesondere beim Senat der TU Chemnitz, bei den Dekanen und beim Personalrat der TU Chemnitz für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Daneben wurden einige Grundsatzentscheidungen getroffen. Denke hier zum Beispiel an die Grundsatzentscheidung zur Tenure-Track-Professur an der TU Chemnitz, die dafür sorgt, dass aus dem unechten Tenure-Track der echte Tenure-Track wird. Denke an die Grundsatzentscheidung zur Verstetigung des Grundschullehramts an der TU Chemnitz, die ohne interne Stellenumverteilung zustande kommen wird. Und ich denke natürlich auch an die Grundsatzentscheidung zur Unterstützung der Überführung des Bundesexzellenzclusters Merck in diverse neue Forschungsgroßprojekte. Und auch hier wird es keine interne Stellenumverteilung geben. Und an der Stelle, also was die beiden zuletzt genannten Punkte anbelangt, möchte ich mich doch sehr herzlich auch für die Unterstützung des Freistaats Sachsen bzw. die Unterstützung des SMWK bedanken. Ja, aber leider gab es ja sicherlich nicht nur die positiven Momente an der TU Chemnitz. Ist denn vielleicht irgendwas nicht ganz so gelaufen, wie Sie sich das erhofft hatten? Also ganz ehrlich, wir haben in dem Jahr durchaus die Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Die To-Do-Liste ist allerdings nach wie vor relativ groß, relativ breit und relativ lang. Also es gibt im Jahr 2019 einiges zu tun. Und sicherlich gab es in dem Jahr auch negative Momente und ein negativer Moment, der uns sicherlich noch lang in Erinnerung bleiben wird, ist zweifelsohne der 26. August. Und dieser Moment, glaube ich, liegt uns allen noch schwer im Magen. Und wir haben versucht, so gut wie möglich auf die Ereignisse zu reagieren und werden unsere Bemühungen natürlich im nächsten Jahr auch fortsetzen. Ja, wie haben Sie denn eigentlich persönlich die Momente, die hier in Chemnitz am 26. August passiert sind, wahrgenommen? Naja, wir haben das ja in unserem offenen Brief, also der Kollege Eibel und ich haben das ja in unserem offenen Brief ein Stück weit dokumentiert. Wir haben deutlich gemacht, dass wir angesichts der Ereignisse vom 26. August und auch einiger Ereignisse danach stark erschüttert und tief betroffen waren. Und ich denke, jetzt sind nach wie vor zwei Dinge geboten. Zum einen ist es wichtig, dass wir das, was geschehen ist, sehr ernst nehmen, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dass wir deutlich machen, wo wir stehen, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen. Denke, unsere Image-Kampagne Wir sind Chemnitz hat sehr gut dazu beigetragen. Es wird aber im nächsten Jahr auch noch eine Reihe von weiteren Projekten geben. Das kann ich jetzt schon ankündigen. Und zum anderen ist es aus meiner Sicht wichtig, deutlich zu machen, dass Chemnitz weit mehr ist als das, was wir am 26. August erlebt haben, als das, was wir danach gesehen, gehört und gelesen haben. Und ich glaube, der TU Chemnitz kommt hier eine besondere Bedeutung, eine besondere Verantwortung zu. Und ich habe es ja schon im Rahmen unserer Immatrikulations- und Auftaktfeier deutlich gesagt, will das auch gerne hier wiederholen. Wir werden es nicht zulassen, dass Dinge, die wir auf das Schärfste verurteilen, Gewaltverbrechen, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, das Bild unserer Stadt prägen. Und das ist mein festes Versprechen an die Stadt Chemnitz auch im Jahr 2019. Ja, Sie sind ja jetzt auch schon etwas länger als 2 Jahre im Amt und haben sich vieles vorgenommen, haben vieles davon schon abhaken können und haben sicherlich auch noch sehr viel vor. Was können Sie uns denn ganz konkret für das Jahr 2019 ankündigen?
Ja, also wie gesagt, die To-Do-Liste ist sehr groß, sehr breit und sehr lang. Ich kann jetzt nur auf einige wenige Punkte eingehen. Im Bereich Lehre werden wir uns natürlich intensiv mit dem Thema Systemakkreditierung auseinandersetzen. Im Bereich Forschung werden wir unsere Unterstützungsdienstleistungen für die Beantragung von EU-Projekten und DFG-Forschungsgruppen massiv ausdehnen. Im Bereich wissenschaftlicher Nachwuchs werden wir uns am Bund-Länder-Programm für den wissenschaftlichen Nachwuchs beteiligen und dabei 5 Tenure-Track-Professuren beantragen. Im Bereich Internationales werden wir ein Visiting Scholar-Programm an der TU Chemnitz etablieren. Im Bereich Transfer werden wir erstmals zusammen mit dem Industrieverein Sachsen ein Wirtschaftsforum organisieren. Und im Bereich Hochschulpolitik und Hochschulentwicklung werden wir uns intensiv mit dem Thema Prozessoptimierung beschäftigen. Und darüber hinaus werden wir ja im nächsten Jahr in den Fakultäten auch Dekane bzw. Dekaninnen wählen. Und dabei gelten natürlich die Grundsätze der Mitgestaltung, der Transparenz und der Dezentralisierung. Mhm. Ja, da haben Sie sich ja scheinbar sehr viel vorgenommen für das kommende Jahr. Hoffentlich reicht die Zeit. Jetzt müssen Sie zum Schluss aber noch die 3 Fragen beantworten, die wir den Studierenden auf dem TUC-Weihnachtsmarkt gestellt haben. Sind Sie bereit? Ich hoffe. Los geht's. Gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte? Gebrannte Mandeln. Glühwein oder Kinderpunsch? Darf ich Glühwein sagen? Mhm. Langosch oder Lebkuchen? In der Reihenfolge. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie uns heute wieder Rede und Antwort gestanden haben und wünsche Ihnen eine ruhige und erholsame Zeit. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken, sowie beim gesamten Team von TUC Talk. Ganz herzlich danken möchte ich natürlich auch allen Kolleginnen und Kollegen, allen Beschäftigten und allen Studierenden für die Zusammenarbeit im letzten Jahr. Und wir haben ja nur noch ein paar Tage bis Weihnachten bzw. bis Silvester und deshalb möchte ich auch allen schöne, erholsame Feiertage wünschen und alles erdenklich Gute für das Jahr 2019. Vielen Dank auch im Namen des gesamten Teams. Dankeschön. Ja, ich mache es jetzt einfach ganz kurz und bedanke mich bei allen Helfern, die TUC Talk unterstützen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen erholsame Feiertage und natürlich auch ein erfolgreiches Jahr 2019. Und nicht vergessen, Fragen, Gästevorschläge und alles andere können Sie unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen. Wir sehen uns dann im Januar wieder. Tschüss!